Meine Lieben, heute ist der 19. April und wir sitzen gerade zusammen, der Viktor und ich, in einem kleinen Restaurant. Schönes Wetter, weil es kühl ist. Ich mag die Hitze nicht. Die Sonne ist trotzdem da. Und wir haben uns schon unterhalten wieder über das Buch, nicht Viktor? Ja, ich wollte schon sagen, dass in unserer jetzt sehr beweglichen Welt es wäre vielleicht doch möglich, ein bisschen in die positive Richtung umzuschwingen, die ganze Geschehen. Und das wollte ich fragen, ob diese Perspektive Sie können wahrnehmen. Können Sie ein paar Wörter über die Hauptidee vom Buch sagen? Ja. Ich war lange dabei, gute Sachen zu formulieren und Hoffnungen zu setzen. Aber ich fühle mich eigentlich eher ausgelacht von meiner Umwelt. Nicht von jedem, aber von vielen Leuten. Und es gibt so viele Empfehlungen, wie man sich trotz der jetzt sehr schwierigen Zeit, sehr schlimmen Zeit, immer noch ein gutes Privatleben machen kann. Ich glaube nicht daran, dass man das sich machen kann. Und deswegen geht es da um, was muss ich tun, um überhaupt überleben zu können, um überhaupt nicht kaputt zu gehen. Und vor allem ein wichtiger Begriff, den wir vorhin schon im Gespräch hatten, in einem anderen Zusammenhang, die Zeitverschwendung. Die Leute verschwenden ihre Zeit. Ich sage nicht, dass ich da nicht auch dabei bin, aus verschiedensten Gründen leider, aber nicht aus den dümmsten Gründen, möchte ich mal sagen, wie sehr viele. Und die Leute glauben, das geht alles so weiter. Nichts geht so weiter. Ja, demnächst wird es ganz, ganz übel aussehen. Und dann werden die meisten nicht mehr wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und da habe ich so als Vision bezeichnet. Eine Vision, aber es ist schon was, nicht nur irgendwie philosophiertes, sondern das hat schon Hand und Fuß. Ich meine, also sich zu entscheiden, will ich so weitermachen bzw. immer weiter absteigen oder will ich mein Leben, meine Existenz retten? Und das geht nur mit einer sehr harten Maßnahme. Ja, und wird das auch um die Geschehen rundherum was gesprochen oder nur die persönliche Erfahrung? Das will ich schon ein bisschen. Ja, richtig die Frage, natürlich. Ich wollte unter Umständen es mehr für die Privatsphären halten, aber ich habe merken müssen, das geht einfach nicht. Man muss die gesellschaftlichen Lagen, die wir jetzt haben auf der Welt, selbstverständlich berücksichtigen, sonst braucht ihr auch nicht davon zu reden, dass es also ziemlich übel demnächst werden dürfte. Und das kommt ja nicht von Menschen, die eigene Verfehlungen haben in ihrem Leben, sondern das ist gar nicht das Thema dabei, sondern es geht darum, dass eben die Mächtigen der heutigen Zeit, bestimmte Mächtige natürlich, dafür verantwortlich sind. Und jetzt ist die Frage, ob ich mich als Mensch von denen verheizen lassen will und die sitzen dann notfalls in ihrem Luxus-Atombunker und warten dann ab, bis sie wieder rauskommen können und die anderen, die krepieren dann. Aber das glaubt ja inzwischen noch niemand, aber warten wir mal ab. Es wird noch ein heißer Sommer und Herbst werden. Ja, das heißt, dass in diesem Weltkrieg, was wir bereits haben, wo schon mehrere Fronten des Krieges toben, haben Sie schon Ihre persönliche Frontlinie angefangen und wollen was beibringen. Verstehe ich richtig? Vollkommen richtig, weil nach dem Drecksleben, was ich jetzt in der letzten Zeit führen musste, kann mir niemand zumuten, dass ich also über schöne Dinge schreibe. Sondern ich kann leider nur noch über schlechte und grässliche Dinge schreiben. Das ist angesagt einfach. Und wer das lesen will, der muss allerdings gut drauf sein. Schon mal gut gegessen haben und nach Möglichkeit nicht gerade runtergeschluckt haben, dass es nicht gleich wieder hochkommt.
Also es ist schon etwas für Leute, die eine gewisse Stabilität haben. Also für Mimosen ist das, was ich bringe, nichts, weil ich lebe auch nicht als Mimose und ich schreibe auch nicht als Mimose. Weil Mimosen, weiß ich nicht, wo die in Zukunft noch einen Platz finden werden, wo sie überleben können. Ja, dann wünsche ich, dass, weil wir zufälligerweise gerade bei Rabenhof sitzen, Theater Ja. Rabenhof, wo berühmte Komiker Vitasik immer aktiv war und ist. Ich wünsche auch eine Prise Humor mit ihrer anscheinend nicht so lustigen Thema, dass es auch leichter zu lesen wird und dass es besser ankommt, weil nur mit ernsten Sachen wird man wirklich schwer in diesem Kampf haben. Man wünscht sich ein bisschen leichteren Zugang und ich hoffe, dass es wird bald kommen, weil wir warten schon so lange, aber ich weiß, dass es teilweise fortgeschrittene Geschichte ist. Und ich wünsche, dass wir das bis Sommeranfang schon im Buchladen haben Ui, werden. das ist ja Alles Gute. danke, das ist ein herrlicher Wunsch. Ganz so schnell wird es nicht gehen. Also ich hoffe, dass es Ende vom Sommer schon konkret ist.